heartbeat for the world. Der Countdown für die Special Olympics Pre-Games läuft. Vom 10. bis 15. Jänner findet in Graz, Schladming, Ramsau und Rohrmoos die Generalprobe der Special Olympics Weltwinterspiele 2017 statt. Über 1000 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung aus Österreich und 23 weiteren Nationen haben sich für das besondere Sporterlebnis angemeldet. Diese Sportlerinnen und Sportler fiebern dem Großereignis schon entgegen, bei dem sie ihr Können in Disziplinen wie Skialpin, Snowboard und Eiskunstlauf unter Beweis stellen. Hinter der weltweit größten Sportbewegung für geistig beeinträchtigte Menschen steht ein großes, engagiertes Team. Ich habe jetzt Heinrich Olsen, den Sportdirektor von Special Olympics, am Telefon. Herr Olsen, seit wann engagieren Sie sich für Special Olympics und was war Ihre Motivation? Ich arbeite ehrenamtlich für Special Olympics seit mehr als 38 Jahren. Zuerst in Dänemark und jetzt die letzten gut 30 Jahre in Österreich. Und die Motivation für mich war aus dem Sport, ich komme selber auf den Leistungssport, zu schauen, wie könnte man Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung so fördern durch kontinuierliches Training, dass man auch diesen Leistungspotenzial, wo vorhanden sind, zum Ausdruck bringen durch den Sport. Was für Aufgaben haben Sie als Sportdirektor von Special Olympics Österreich? Meine Aufgabe ist, die sportlichen Belange von Special Olympics zu begleiten, zu fördern und zu entwickeln, sowohl national, regional, national und international, dadurch, dass ich auch in verschiedenen internationalen Gremien sitze, um auch zu schauen, wie könnten wir nur als Beispiel den Inklusion, das heißt den sportlichen Teil für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung forcieren, fördern, um auch unsere Menschen mit Beeinträchtigung einen anderen Zugang durch den Sport zu finden in unserer Gesellschaft. Und was wollen Sie den Athletinnen und Athleten so kurz vor den Pre-Games 2016 mitgeben? Ich gebe Ihnen das mit, dass Sie einfach Ihre Leistung zeigen, was Sie können, weil Sie können was. Und dabei sein ist alles. Und wenn man so lange sich vorbereitet haben, wie wir jetzt für die Pre-Games, werden Sie auch sehen, dass viele Wünsche und Ziele in Erfüllung geht. Und sollte es dann nicht der Fall sein, sollen wir weiterarbeiten, weiter trainieren, um auch das eventuell zu einem späteren Zeitpunkt zu erreichen, was man gerne hätte. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn auch Sie den einmaligen Spirit von Special Olympics live erleben wollen, dann seien Sie dabei, wenn am 10. Jänner die Eröffnungsfeier der Pre-Games 2016 mit Stars wie Opus und Tagträumer über die Bühne geht.